kleine Frage. Das Jahr 2020 war schwierig für uns Kulturschaffende, insbesondere natürlich für die, zu deren Tätigkeit es gehört, an öffentlichen Aufführungen mitzuwirken. Gleichzeitig aber hat diese uns von außen auferlegte Entschleunigung auch große Chancen mit sich gebracht. So bin ich zum Beispiel zu der Mitwirkung an einem Dokumentarfilm des israelischen Regisseurs Itay Lev gekommen. Itay Lev hat Zeitzeugeninterviews, die Mitte der 90er Jahre im NS-Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz entstanden sind, zu einem Film montiert. Und das Pikante hierbei ist, dass die interviewten Zeitzeugen zur Mithilfe in der Mordmaschinerie gezwungen waren. Sie tragen also ein doppeltes Trauma. So I've been in this project for 5 years. This is the project that reveals the story of the Sonderkommando squad in Auschwitz. They were considered to be the miserable of out of all the miserable in the Holocaust times. And they were forced basically to put their brothers coming on shipments from all around Europe into the gas chambers and crematoria. And basically to put them in the gas chambers, some soldier would throw in the gas and they would have to clear the rooms, burn the bodies, get rid of the evidence, basically. Nobody really wanted to touch it because this is too dark subject. But I took it as my goal in life to make this really historical testimonies come out, because this is like eyewitness for this mass murder, this genocide. And I really believe that these testimonies will somehow have a role in the history of mankind in 20th century. Und ich bin auf zwei künstlerische Anker dann gekommen, von denen ausgehend ich meine Musikideen entwickelt habe. Das eine ist eine Naturtonreihe oder eine Tonleiter, die sich aus der Naturtonreihe ableitet. Also auf dem Ton C, C, D, E, Fis, B, C und so weiter. Und zum anderen die Verstimmung von Klangflächen, die einmal etabliert werden und dann einen Viertelton verschoben werden. Warum Naturtöne? Warum Vierteltöne? Zum einen habe ich bei dem Anschauen der Bilder immer wieder das Gefühl gehabt, dass die Natur etwas ganz Grausames macht mit diesen historischen Ereignissen. Sie lässt buchstäblich Gras darüber wachsen. Und es ist unsere Aufgabe, diese Kulturleistung zu erbringen, diese schrecklichen historischen Ereignisse vor dem Vergessen zu bewahren. Vierteltöne bzw. Klangflächen vierteltönig gegeneinander zu verstimmen, das schien mir das passendste künstlerische Instrument, um die Welt
die für diese Menschen, die das durchlebt haben, aus den Fugen geraten ist, in irgendeiner Weise darzustellen. Und das war mein Glück, mit 5 intelligenten Musikern eine Gruppe bilden zu können, die mich getragen hat bei dem Versuch, aus den abstrakten Ideen, also aus der Komposition, Musik zu machen. Das hätte ich ohne diese 5 Persönlichkeiten nicht geschafft. Shelly Esra an der Klarinette, Pierre Decker am Kontrabass, Christopher Hermann am Cello, Christoph Langheim an der Bratsche und Hagit Halaf an der Geige. קרח איש השתחררת מאושוויץ? לא השתחררתי מאושוויץ. ברחתי מאושוויץ. אתה עד היום אסיר אושוויץ? אנשי זונדר קומנדו הם היו הקורבנות המובהקים של גרמניה הנאצית, אתם היו האומללים שבאומללים. אני עזרתי להיסטוריה לגאול את הסוד שלהם או את הסיפור שלהם, ואני באמת מרגיש סיפור גדול. זו עדות מתוך הפתרון הסופי, מתוך תאי הגז. רוב הפשעים שביצעו הגרמנים לא תוכננו בצורה כתובה, אלא נמסרו בעל פה. כולל ההחלטה על הפתרון הסופי, שאין לנו, לפחות עד עכשיו, שום מסמך לגביה. אלה העדים הכי חשובים לתקופת השואה, אין עדים יותר חשובים.